Michael Eisele, Firma Eisele Pilgerhersteller seit über 35 Jahren hier in Ostholstein. Meine Familie lebt in der 5. Generation an der Küste hier in Heiligenhafen. Und mein Ururgroßvater ist Ende des 19. Jahrhunderts schon hergezogen. Und seitdem lebt meine Familie mit der Angel in der Hand. Mein Vater hat dann eben vor diesen 35 Jahren dieses Unternehmen gegründet. Und mittlerweile arbeiten hier mehr als 12 Leute, die täglich Köder herstellen und vertreiben für den Hobbyangler. Und mein Sohn guckt jetzt schon ganz gespannt auf uns, was wir so machen mit seinen 2 Jahren. Und dieses spannende Hobby soll uns nun genommen werden. Die Politik will uns einen Streich spielen, indem sie sagt, Naturschutz muss so weit gehen, dass wir die Ostsee nicht mehr beangeln dürfen. Ein großer Irrtum in meinen Augen. Denn was seit Generationen in der Ostsee passiert, wir uns von den Fischen ernähren und jeden Freitag frischen Fisch, den wir selber geangelt haben, auf den Tisch haben, das soll uns genommen werden. Und wir sehen keinen rationalen Grund, warum das sein soll. Wir haben in den Jahren, das sagte mir schon mein Urgroßvater, immer mal wieder schwache und bessere Jahre mit den Beständen der Fische. Wenn mal der Dorschbestand, wie aktuell gerade, als Anlass genommen wird, um ein Limit herbeizuführen, mal schwächer ist, sind nicht unbedingt die Angler schuld. Vielmehr bin ich der Meinung, ist die Natur selber dafür verantwortlich, wie stark die Populationen der einzelnen Fischgattungen hier vor der Haustür bei uns in Ostholstein präsent ist. Haben wir mehr Sauerstoffgehalt, haben wir mehr Salzgehalt, wie sind die Strömungen im Kattegat zwischen Ostsee und Nordsee? All diese Dinge sind entscheidende Faktoren, wie stark ein Jahrgang des Dorschnachwuchses hier heranwächst oder nicht heranwächst. Die kommerzielle Fischerei, die ist vom Mensch gemacht, die wurde auch stark übertrieben. Es gibt Quoten, die werden kontrolliert oder auch nicht. Weiter geht es. Umwelteinflüsse, die wir Menschen verbocken. Umweltkatastrophen sogar in der Ostsee. Und so weiter und so weiter. Nicht zuletzt die Klimaerwärmung bringt Algen mit sich, verscheucht den Fisch. All das sind die wichtigen Merkmale, die man heranziehen sollte, um zu prüfen, warum ist der Dorschbestand vielleicht nicht so stark, wie er heute ist oder sein sollte. Und wir Angler mit unserem kleinen Angelboot auf der großen Ostsee sollen da maßgeblich dran Schuld haben. Ist ein totaler Irrsinn. Ja, meine 12 Mitarbeiter sind stark davon betroffen, wenn uns die Ostsee genommen wird, den Anglern genommen wird. Wenn wir auf der Ostsee nicht mehr angeln fahren dürfen, sind hier die Jobs sofort betroffen. Wir stellen ja Köder her für die Angelei auf der Ostsee. Und wenn wir auf der Ostsee nicht mehr angeln dürfen, ja, dann sind die Jobs auch gefährdet, stark gefährdet. Nicht nur die Jobs hier bei uns in der Firma, wo wir Pilger herstellen, sondern auch die Kette geht weiter. Jobs im Einzelhandel, wo die Pilger an die Angler verkauft werden. Da, wo die Pilger benutzt werden, da verlieren wir auch die Arbeitsplätze. Die Kutterkapitäne brauchen nicht mehr rausfahren. Der Bootsvermieter, der hat keine Kunden mehr. Der Hotelier hat die Betten leer. Der Gastronom wartet abends an leeren Tischen auf seine Kundschaft. Und so weiter und so weiter. Die Campingplätze in Ostholstein, alle sind wir betroffen. Nur weil die Politik sagt, macht die Ostsee zu, wir dürfen dort nicht mehr angeln. Ein totaler Irrsinn. Wir sind alle davon betroffen und haben Angst um unsere Existenzen. Natürlich sind wir Angler Naturschützer. Das werden wir auch bleiben und sind wir immer gewesen. Wir haben nichts gegen Schonzeiten, wir haben nichts gegen Mindestmaße, wir haben nichts gegen Artenschutz. Ganz im Gegenteil, wir wollen auch, dass mein Sohn, wenn der groß ist, auch seiner Familie frischen Fisch auf den Tisch packen kann. Aber wir wollen uns nicht verbieten lassen, auf der Ostsee angeln zu gehen. Das Einzige, was ich sehe, was passiert, wenn wir Menschen aus der Ostsee ausgesperrt werden, dann kommt zum Beispiel das größte in Deutschland freilebende Raubtier, die Kegelrobbe, und die vermehrt sich immer mehr und die frisst dann den ganzen leckeren Fisch auf. Und das ist die Konsequenz, die dann passiert, wenn die Politik ihren Weg geht. Wir haben das beste Beispiel mit den Kormoran. Da ist auch vor Jahren versäumt worden, das zu reglementieren. Kormoran frisst den Fisch und wir Menschen gucken zu und dürfen nichts machen. Naturschutz ja, aber nicht zulasten des Menschen. Petri Heil.